Willkommen im Venedig des Nordens. Willkommen im südlichsten Seehafen Deutschlands, Papenburg. Ich bin hier in Papenburg und man sieht hier direkt, hier ist eine wahrhafte Stadt voll mit Werften und mit Schiffsbau. Ja, das beschäftigt diese Stadt hier im Norden vom Emsland mit knapp 38.000 Einwohnern. Die nördlichste Stadt vom Emsland, Papenburg. Und hier ist der Ort der berühmten Meierwerft, einer der bedeutenden Häfen, bedeutenden Werften und eine der bedeutendsten Feenkolonien in Deutschland. Nicht nur eine der bedeutendsten, es ist die bedeutendste, das muss man sagen. Es ist die älteste und zugleich längste Feenkolonie von ganz Deutschland. Feen? Sind wir jetzt im Märchenland gelandet? Nein, mit Feen. Feen ist ein anderer Begriff einfach für Moor. Und das heißt hier eine Moorkolonisation. Und wann ist das Ganze entstanden? Mitte des 17. Jahrhunderts, genauer gesagt 1630. Also wirklich eine sehr früh neuzeitliche Feenkolonie, die wir hier haben. Und warum das Ganze? Ja, zum Torfabbau meist. Hier hat man halt diese ganzen Kanäle, die hier gebaut sind. Und man fühlt sich hier wie in den Niederlanden. Das liegt einfach daran, dass hier das Moor war. Und das Moor wurde halt entwässert zur Torfgewinnung. Und dafür braucht man Kanäle. Und deswegen hat man Kanäle gebaut. So kann man die Geschichte von Papenburg oder die Entwicklungsgenese ganz kurz umreißen. Man sieht hier die Bockwindmühle, Meiersmühle, auch eine der ältesten Bockwindmühlen, die wir haben in Deutschland. Also Papenburg ist kein ungeschriebenes Blatt. Das ist die zweitgrößte Stadt vom ganzen Emsland nach Lingen. Aber noch vor der Kreisstadt Meppen übrigens. Und eine wahrhaft große Einkaufsstadt. Also hier am Hauptkanal versammeln sich alle möglichen Dienstleistungs- und Einkaufsmöglichkeiten, die man für den täglichen Bedarf benötigt. Ja, das war's vom südlichsten Seehafenort, von der südlichsten Seehafenstadt in Deutschland, von der ältesten und längsten Feenkolonie. Hier haben wir noch das neobarocke Rathaus und die Friederike von Papenburg, ein berühmtes Schiff hier im Hauptkanal. Das war's aus Papenburg, der Stadt hier im Emsland. Wirklich ein bedeutendes Stück und ja, zu Recht. Man kann sagen, das Venedig des Nordens ist es wahrhaftig, die Friederike und St. Antonius, katholische Kirche.